Von dieser Seite von der Rohrbrücke seht ihr jetzt mal den Teil, der denn in den Schacht führen wird. Die Rüstung ist gestellt. Schöne Rüstung, das ist eine tolle Sache. Viel Bewegungsfreiheit, das ist natürlich wichtig für uns. Viele Möglichkeiten zum Hantieren. Hier mal die beiden Enden von der Rohrbrückenleitung. Der Stahlbau ist gesetzt. Ihr seht es drunter. So ein bisschen schon gehört natürlich alles dazu. Ein Blick in die Rohrbrücke. So sieht das Ganze mal aus. Und hier die Rüstungsfläche, wo dann letztlich der Verlauf der Rohrleitung sein wird. Rechts um die Ecke, links um die Ecke wird natürlich auch den Stahlbaukonstruktionen gelagert. Die sind auch beweglich. Und hier seht ihr die beiden Festpunkte, die auch noch dazugehören auf dem Stahlbau. Ja, das ist dann Schluss. Da sind Festpunkte gesetzt. Und ihr seht die beiden Rohre auf der Straße, die beiden verzinkten Rohre, wo es dann in den Schacht reinspringt. Ein kleiner Überblick über die Rohrbrücke von dieser Seite. Eine interessante Geschichte. Es sind doch etliche Meter, die dort verlegt wurden. Kleiner Überblick noch von dem Stahlbau, wie das Ganze dann im Nachhinein aufgelagert wird. So sieht die Fläche aus. Insgesamt für uns natürlich eine super Sache. Viele Möglichkeiten, wo wir uns bewegen, gut bewegen können. Hier die beiden Rohre, die runter in den Schacht führen, von der Straßenseite aus gesehen und der Stahlbau drüber, die beiden Festpunkte. Und hier mal ein Gesamtüberblick von dem Objekt auf der anderen Seite. Daumen hoch, wenn das Video euch gefallen hat. Herzlichen Dank fürs Teilen und weiterhin viel Spaß hier auf dem YouTube-Kanal.